Sehr gut. Viel Spaß mit der nächsten Folge Assassin's Creed. Das ist ja eigentlich arg. Der hat eigentlich ein Tongeschäft in der Art. Da ist nur Eingang. Ob das der Haupteingang ist, weiß ich jetzt nicht. Geh da rauf, was ist mit dir? Komm, Alter. Wo bist du? So, perfekt. Danke. So. Ich glaube, in die Richtung sollte ich jetzt gehen. So, zumindest hat er einfach den Haupteingang bei irgendeinem... einfach beim Dach. Also wenn wir so ein Ton irgendwas kaufen will, ne, die müssen einfach übers Dach klettern, dann bekommen die das erst. Alter, der kann weit springen. Möchte ich auch machen. Wie gesagt, ich liebe so. Super cool Videos auch. Und wenn man das hier, das ist in Squid eigentlich fast so auch so machen kann. Das ist aber auch geil, wenn der einfach so runterfällt und auf einmal er betet einfach. Da ist ein Typ. Was mache ich hier jetzt? Ja. Okay. Wie komme ich zur Map? Steuerungsanpassung. Erste Karte, Tabulator, okay. Achso, hier bin ich. So ein Dachrennen. Bürgerrettner. Taschendiebstahl, Bürgerrettner. Nachforschung werden verdient. Ja, dann gehe ich halt zu so einem Aussichtspunkt hier. Okay. Okay, dann mache ich wieder die... Gerade ist die Steuerung wenig. So, die sehen mich nicht. Ich entscheide jetzt nicht. Die sehen mich jetzt einfach nicht mal. Genau, sage ich auch immer. Unser englischer König. In Persien oder so. Sind wir dann wie Persien oder sowas? Keine Ahnung, jetzt ein westliches Land zumindest. Oh, ich möchte da hoch und nicht irgendwo hingehen. Und hier hoch, da mache ich noch hier. Cool. Schön, schön. So. Befragung. Taschendiebstahl.
Da muss ich her. Okay. Dort sehe ich eine Flagge. Da könnte ich gleich mal hin. Nee. So nicht. Runterspringen. Was habt ihr nicht gesehen? Ich bin Durchspringer. Erste Liga von... Ja. Das hat jetzt nicht gerade gesund ausgesehen. So, geh hoch hier. Cool. Und jetzt BAM! Zu der Befragung müssen wir noch. Da ist die Befragung. So, da ist irgendeiner noch. Als Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen und seine darbenden Männer. Eine glückliche Fügung für beide. Jeder hatte, was der andere brauchte. Hallo. Also gab Tamir den Männern seine Verpflegung. Und als der Kampf vorüber war, ließ der Sarazenenführer ihn tausendfach entlohnen. Tamir trieb damals eine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem. Doch das Geschäft ging schlecht. Niemand in Jerusalem wollte seine Ware. Die Baum- und Feldfrüchte nahegelegener Höfe. Es war vor Khatin. Die Sarazenen hatten wenig Verpflegung und brauchten dringend Nachschub. Aber es war keine Hilfe in Sicht. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Denkt ihr nicht, dass sie mir ein bisschen zu nahe sind? Den juckt das nicht. Einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle, sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, es gibt da etwas. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu. Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ist schon alles. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Oh, Alter. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Habe ich ihn abgestochen? Nur wie da einfach einer verpackt geht und dann juckt das nicht, dass ich den zusammenschlage. Ich sollte hoch. So. Tabulator. Haben wir hier noch Aussichtspunkt hier. Der ist da. So. Oh, nee. Hoch. So. So. Jetzt kann ich da wenigstens wieder mal hoch und wenn ich einen Aussichtspunkt erkennen.
Okay, die Kletter-Engine weiß ich schon langsam, wie sie funktioniert. So. So hoch, mal E drücken. Schon bombastisch, wie das aussieht. Mega geil. Jetzt springe ich da runter. Hui. So. Jetzt. Simulator. Haben wir da wieder noch irgendwas von wegen? Nee. Büro, Bürgerrettung. Gehen wir halt hierher. Das ist dahin. Hat er seinen Verstand verloren? So, jetzt kann ich laufen wie ein Verrückter. Jetzt fragen Sie sich nicht, ist der behindert? Hey, da habe ich eine Flagge. Alter, wie. Der kann einfach aus dem Stand so 4 Meter hoch. Okay, das ist er. Und wie weit der auch springt einfach. Ja! Alter! Ich hab jetzt kurz einen Herzinfarkt einfach bekommen. Guten Tag, Tom. Wo ist denn der, Tom? Ich laufe einfach vorbei. Das kann man auch natürlich auch mal machen. Ich kletter lieber mal hoch hier. Komm. Wie die regnerisch gerade draußen. Richtig scheiße. Rüber hier. Noch irgendeine Nachforschung muss ich da machen. Boah, das sieht so geil aus. Ich gehe einfach mal zu dem Aussichtspunkt hier. So. Oh, hier ist was erschienen. Belauschen. Dann gehen wir halt mal zum Belauschen. Wie belauscht man doch wohl? Sorry, tut mir leid. Ich mache gerne Sachen kaputt. Belauschen Sie sich auf einer Bank in der Nähe und erfassen Sie das Ziel. Wo ist denn noch eine Bank in der Nähe? Warum schatten die mich so an? Die ist ja am nächsten. Okay, so geht's. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen.
Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Cool. Was muss ich jetzt machen? Zum Büroleiter zurückkehren. Okay, dann gehen wir wieder zum Büro. Okay, dann laufe ich mal. Was wollt ihr? Er wird Ärger verursachen. Klar, da kann ich mal nicht hochklettern. Wie seltsam. Das ist das Büro. Gut. Oh, hab ich mich geschreckt. Manchmal, es ist zwar. Oh, nee. Es ist zwar manchmal ein Cross, da was umzuspringen, aber Spaß macht's auf jeden Fall. Wo muss ich hin? Hier rüber. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kommentar wäre auch ganz cool. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von meinem Kanal sehen wollt und auch immer aktiv dabei bleiben wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Na gut, also ich hoffe einfach, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.